unsere Photovoltaikanlage produziert im Jahr ca. 280.000 Kilowattstunden Strom. Das ist ungefähr so viel wie 70 Haushalte verbrauchen im Jahr. Mein Name ist Gerd Frings und bin der technische Leiter hier im Hause und das schon seit vielen Jahren. Und von Hause aus bin ich Elektromeister. Unsere Dachfläche ist bestückt mit ca. 2200 Quadratmeter Solarpaneelen und hat eine Leistung von 300 kW, die wir komplett in unser Netz einspeisen. Also ich arbeite seit 5 Jahren im Nachhaltigkeitsteam und bin natürlich jetzt für die Energieversorgung auch in diesem Bereich zuständig. Die Wärmerückgewinnung ist in den letzten Jahren ein großes Thema auch bei uns geworden. Und unser Maritim-Hotel hier in Bonn verfügt über sehr große Kühlanlagen. Die Abwärme der Kühlanlagen benutzen wir, um warm Wasser zu erzeugen. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache, wo wir ca. 460.000 Kilowattstunden Wärme einsparen im Jahr. Wir produzieren nicht nur, sondern sparen auch Strom. Und da haben wir unser Augenmerk auf die Beleuchtung des Hauses gelegt. Und wir sind dabei, alle Bereiche in LED-Technik umzustellen. In unserem Kongresszentrum gibt es ja einige Säle, die mit Halogenbeleuchtung ausgestattet waren, mit hochwertigen Kristallleuchtern. Um diese umzustellen auf LED ist zurzeit nicht ganz so einfach. Und mit namhaften Herstellern sind wir gerade dabei, dort was zu finden.